Was sagen denn unsere Hühner? So, Tür zumachen, nicht, dass die hier rauswatscheln. Was macht er denn jetzt? Ach so, da ist, glaube ich, wieder als Standard irgendwie reinigen oder so angelegt. Ja, das dachte ich mir schon, dass es da nichts zum Reinigen gibt. Sind immer noch vier, haben noch eine ganze Menge Äpfel. Haben noch kein Ei gelegt. Brauchen die vielleicht was anderes? Breeding Pens, was ist das denn? Wer weiß. Was sagen denn unsere Kaninchen? Haben die schon ein bisschen rumgerammelt? Sechs, nee. Können wir das da vielleicht sauber machen? Dummometer zeigt 3% an. Falls es damit zusammenhängt, könnt ihr das ja mal entfernen. Wird wahrscheinlich auch nicht gehen, nee. Komm jetzt hier mal auf die Anzeige andauernd uns vor die Nase zu halten. Können wir von hier die Palisade irgendwo sehen? Da hinten, ja. Naja, ist doch schon ein Stückchen geworden. Ein kleines Stückchen, aber immerhin. Zack. Und zack. Wir schauen noch mal kurz nach den Fallen hier oben. Nach den großen. Hier liegt die eine. Ja, die ist nach wie vor leer. Die andere hatte ich dann, ich glaube, ein Stückchen weiter unten hingelegt. Hier drüben müsste die sein. Ja, hier. Da ist er. Die ist auch leer. Aber wir hatten ja noch hier drüben irgendwo zwei von den kleineren Fallen. Vielleicht ist da ja noch mal was eingefangen worden. Die waren, glaube ich, noch ein Stück weiter hinten. Mann, ey, wir waren jetzt schon so oft bei den Fallen und ich kann es mir immer noch nicht merken. Wen haben wir denn da unten? Da ist ein Elch am Wasser. Ha. Naja, also. Mit dem Hammer in der Hand. Ich tausche die beiden aus, würde gerne die Axt nehmen. Es klingt nur so brutal. Ach so, da sticht der auch bloß so zu. Na, ist egal, wir nähern uns nochmal dem Tierchen hier und versuchen das nochmal klein zu kriegen. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Einfach ein bisschen länger drauf schlagen, habe ich schon mal erwähnt. Oh, ganz schlechtes Zeichen, wenn jetzt schon die Puste ausgeht. Oh, was war denn mittlere Maustaste? Ist doch bitte nochmal was. Da müssen wir erst aus der Kampfposition rausgehen. Die muss man allerdings... Säuft das Vieh jetzt ab, oder was? Das ist auch ein Wolf, oder? Scheiße. Ja, komm. Lass ja den Wolf da im Wasser. Aus der Ego lässt sich besser kämpfen, habe ich auch gehört. Ja, komm. Ja. Ja. Das sind doch nie im Leben echte Elch-Sounds, oder? Mehr du Schwein. Ich hoffe, nur der Wolf da unten lässt uns in Ruhe.
Vieh hat schon so viel Blut verloren. Ich hoffe, das lockt uns hier keine Haie an. Die könnten wir nur wirklich nicht gebrauchen. So, wir schlagen jetzt so lange ein, bis das Vieh tot ist. Nimm doch mal die Axt, die du so zum Holzfällen nimmst und nicht einfach so als... Muss ich noch mal kurz die Aufnahme cutten. So, warte. So, ich bin jetzt mal in den Fenstermodus gewechselt. Ich hoffe, das macht sich dann im Video selber, wenn es richtig geschnitten ist, nicht so sehr bemerkbar. In einem anderen Spiel hat das mal Wunder gewirkt. Gucken wir mal, wie es jetzt im Fenstermodus bei mir hier läuft. Das ist ganz komisch, ey. Oh, wer hat sich's jetzt? Oha. Kriegt weiter die Axt in die Kehle. Das Ohr hinters Geweih. Junge, 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 hat das Spiel. Ich glaube, da muss man auch noch mal an der einen oder anderen Stellschraube schrauben, dass das hier ein bisschen aufregender gestaltet wird, der Kampf gegen den Elch. Na gut, was soll er machen, außer wegrennen oder uns hier aufspießen auf einen riesen Geweih. Oh, 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 wollte der jetzt schlagen? Der holt auf jeden Fall aus. Ja, wenn er da so weit drin steht, dann komme ich da nicht ran. Komm mal da ein bisschen raus. Ja, von vorne erwischt man halt nicht so gut. Gehen wir wieder an. Seite. Hohoho. Na komm schon. Lass dich töten. Jetzt. Na, bleib stehen. Das kann doch nicht wahr sein, wie viel hält denn das Tier auf? Oder habe ich jetzt wieder eine beschissene Waffe genommen, wobei ich mir schon eigentlich vorstellen kann, dass so eine Axt ein bisschen mehr Bums hat als das kleine Messer, mit dem wir das letzte Mal probiert haben. Oh, ich habe gerade zwei Errungenschaften bekommen. Na komm. Komm doch mal da raus aus der Brühe. Geht nicht, oder was? Wir können doch schwimmen. Kann ich dich da rausschieben? Nee, der ist hier selber ein bisschen aggressiv geworden. Komm schon. Werde ich nicht. Fall um. Ich möchte heute Abend 80 Kilogramm Fleisch essen. Geil. Deconstruct. Mhm. Achso, wir brauchen das Messer. Natürlich. Hat jetzt nur schon ein paar Minuten gedauert. Aber das war es wert. Unser erstes, auch mein erstes erlegtes Tier hier in dem Spiel. So, dann holen wir mal die Haut, den Leder, das Leder, mein Gott. Die äußere Hülle des Tieres. Was? Nichts gekriegt? Scheiße, komme ich jetzt hier nicht ran, weil das Vieh im Wasser liegt. Ich brauche kein Wasser, ich will auch nicht fischen. Ich habe jetzt nichts bekommen. Och nö. Was macht er denn jetzt? Achso, der holt Wasser. Hm. Ja, hier, komm.
Kann er das trinken? Nee, kann er nicht. Scheiße, jetzt komme ich hier an das Tier nicht ran. Och nö. Warum ist das Spiel so gemein zu uns? Achso, man kann auch tauchen. Warte mal, jetzt hatten wir es doch gerade im Visier. Hat es uns gerade als... Oder? War das was anderes? Uns hat es doch gerade irgendwas als Target angezeigt. Da immer, wenn ich so ein bisschen nach vorn gehe. Mist, 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 Mist. Scheiße, das Vieh ist echt ungünstig gestorben. Wollte aber auch nicht rauskommen. Tier. Da war's doch wieder. Ach komm schon. Lass dich doch mal schlachten. Sieht gut aus, der Kadaver. Gefällt mir. Jetzt, wo wir schon das Fell über die Ohren gezogen haben und dafür leider nichts gekriegt haben. Scheiße, jetzt kommen wir da nicht ran. Ja, hier zeigt uns den Korpus an, wenn wir ein bisschen weiter weg sind. Aber nicht, wenn ich in Reichweite bin, um das Ding auch zu machen, zu benutzen. Ja, jetzt haben wir's. Halt, warte mal. Ja, toll, nur in der Kriegspose hier. Hat das uns angezeigt. Wenn ich da jetzt rausgehe, dann wieder nicht. Och Mist. Das ärgert mich jetzt. Oh, Scheiße. Sorry, Junge. Hier schiebt man das Vieh aus dem Wasser raus. Nein, hör auf, Wasser zu nehmen. Ach, Mist. Oh, da war es gerade wieder. Ich kann nichts damit machen, das darf ja nicht wahr sein. Da läuft gerade eine Zeit runter. Das ist uns gehört. Mr. Torben Fleischwolf. Das ist nämlich die Torben Fleischwolf Time. Glock, die da runterzählt. Ich kann hier nichts machen jetzt. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Wir warten mal, bis die Zeit abgelaufen ist. Vielleicht geht's dann. Glaube ich aber nicht. Tja, da müssen wir uns wahrscheinlich nochmal einen anderen Elch suchen, der nicht so blöde im Wasser rumsteht. Scheiße, nee, geht auch nicht. Lass das Wasser in Ruhe. Ah, das ist so ärgerlich. Jetzt kriegen wir das hier nicht raus. Na, ich möchte es ja auch nicht noch ewig rumprobieren. Das hat ja nicht so wirklich funktioniert gerade. Scheiße. Liegt halt blöd da. Pech gehabt. Okay, jetzt bezweifle ich, dass wir die Fallen, wegen denen wir eigentlich hergekommen sind, noch finden. Ist aber wurscht, wir gehen mal zurück zum Lager. Hätten wir eigentlich das ganze Tier wegschleppen können,
Und hier in unsere neu gebaute Küche von der letzten Folge, oder die vorletzte Folge, hätten wir es da schön aufhängen können. Hätte sich jeder aus dem Dorf bedienen können. Oh, ich habe da gerade eine Idee. Ich habe ganz am Anfang mal so ein kleines Kaninchen geschlachtet. Das war das erste, was mal irgendwann in der Falle gefangen wurde. Und da kam das hier raus. Dieser kleine Muskelmagen. Können wir das denen zurückfüttern? Mensch, hör auf, das Ding zu säubern. Du sollst da drauf zugreifen. Essen die das? Nee, essen sie nicht. Okay, ein Versuch was wert. Hab's auch mal probiert zu kochen. Kam auch nichts bei raus. Haben wir eigentlich noch was für unseren Feld? Wir haben ja noch einen Mushroom. Können wir die auch anpflanzen? Hab ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Hier hätten wir auch noch Beeren. Gucken wir noch mal kurz, ob wir da noch mal was machen können. Bei unserem kleinen Feld. Moment, das war verkehrt. Nö, können wir leider nicht. Schade. Na, das braucht wahrscheinlich echt noch eine Weile. Ist aber schon wieder Tag geworden, es ging aber schnell. Den Tageszyklus umgestellt. Dachte, das geht gar nicht in den Servereinstellungen. Naja, gut, was soll's. Hatten wir noch ein bisschen Spaß zum Schluss mit dem Elch und mit dem kleinen Wolf dort im Wasser. Dann soll's das auch erstmal wieder von mir gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.